Und ich bitte darum, dass jetzt alle zuhören, dass wir uns wieder etwas beruhigen und dass wir uns wirklich zum Gratulieren nach draußen bewegen, damit Marianne genauso wie die Rednerinnen und Redner vor ihr die volle Aufmerksamkeit des Saales genießen kann. Grüß dich, Anna. Hi. Ja, so ist es, glaube ich, schon schön. Danke. Ja, so ist gut. Oh. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, nach solchem Ergebnis ist es und nach solchen Reden ist es auch nicht so ganz einfach, aber ich will mal ganz anders anfangen. Ich war vor 14 Tagen mal wieder im Wendland. Da war ich schon oft aus demonstrations- und touristischen Gründen. Und ich stand da am Zaun und erinnerte mich an die republikfreies Wendland. Vielleicht die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, als wir da in der Volksküche am Boden saßen, schnippelten, Gemüse schnippelten. Und plötzlich kam auf diesen Platz ein Trupp junger Menschen, junger Männer überwiegend. Das waren die Jungsozialisten unter Anführung von Gerhard Schröder. Und die haben einen ganz mutigen Beitrag gemacht. Sie haben Solidarität gezeigt mit uns und haben gedacht, wir werden bestimmt verhungern als Platzbesetzer und haben deswegen unterwegs bei McDonald's Pause gemacht und haben uns riesige Pakete mit Fritten und Burgern und Cola mitgebracht. Und als ich da jetzt stand, habe ich gedacht, irgendwie hat sich ja wirklich wahnsinnig viel geändert seit der Republik Freies Wendland, aber mit den Sozialdemokraten ist es ein ganz bisschen immer noch so. Wir hatten das Thema heute schon, Energiewende. Sie meinen es oft gut, aber sie können es nicht immer so richtig. Aber ich erzähle das nicht, weil ich jetzt hier irgendwie Sozialdemokraten beschimpfen möchte. Ich vermute, es ist nicht auszuschließen, dass man inzwischen im Wendland auch ein bisschen peinliche Grünenbesuche über solche berichten kann. Das ist nicht ganz auszuschließen. Ich erzähle es, weil ich mich trotz aller wirklichen Überzeugung für Regierungsarbeit bei der Grünen und trotz aller Freude über unsere unbestreitbaren Erfolge kommunal, wenn wir es hinkriegen, ein Freibad, was schon totgesagt war, zu retten. Auf Landesebene, wenn wir zum Beispiel solche schwarz-gelben Altlasten wie den Delfintest beseitigen, Silvia. Das sind Erfolge, die man wirklich nicht kleinreden soll. Aber ich fühle mich immer noch auch ein ganz bisschen, im übertragenen Sinn, den Volksküchenschnipplern und Schnipplerinnen verbunden. Und insofern könnt ihr mit mir wirklich ein grünes Urgestein gewinnen. Nicht gewinnen, sondern wählen. Gewinnen will ja ich. Ich bin 56 Jahre alt und bin mit wenigen Unterbrechungen schon seit 1985 bei den Grünen tätig. Ich war Fraktionsgeschäftsführerin, ich habe Bezirksarbeit gemacht, noch bevor es Bezirksverbände gab. Ich habe im Wahlkreisbüro gearbeitet. Ich bin seit vielen Jahren Kreisgeschäftsführerin. Ich war OB-Kandidatin. Ich bin Kommunalpolitikerin. Ich glaube, mehr Basiserfahrung kann man für den Job, um den ich mich bewerbe, nicht mitbringen. Und ich bin sturmerprobt. Ich habe Neuwahlen, 9/11, Koalitionskrisen aller Arten, Parteikrisen aller Arten begleitet, gemanagt. Das sind nicht gerade die schönsten Aufgaben, aber man kriegt es eben dann doch hin. Aber ich will euch auch sagen, ich stehe hier nicht als die Ü50-Frau, die sich da für das Parteierbe bewerben möchte, sondern ich möchte ganz genau die viele Erfahrungen, die ich gesammelt habe, genau fürs Verändern, genau fürs Verbessern einsetzen. Ich bin noch immer voller Energie fürs Weltverbessern und ich finde eigentlich, das ist ein großes Wort, aber darum geht es ja im Grunde genommen dann doch tatsächlich immer noch. Ich bin offen für Neues. Ich habe mich noch nicht mit Sachzwang-Argumenten, und das haben wir schon immer so abgefunden. Und genau für diese Haltung ist mir noch nichts Besseres begegnet als die Grünen. Und deswegen bewerbe ich mich heute hier. Aber
Ich will auch, dass wir sowohl, was die Wahlergebnisse angeht, als auch die Mitgliederentwicklung, unsere Potenziale noch sehr viel besser nutzen. Da können wir wirklich noch was tun. Ich will, dass es attraktiv ist, bei uns mitzuarbeiten, dass es attraktiv ist, politisch aktiv zu werden. Und ich will, dass es wieder angesagt ist, grün zu wählen, weil wir nämlich die sind, die in der Sache sehr ernsthaft, natürlich, aber mit Spaß und auch mit einer gewissen Lässigkeit und Leichtigkeit, weil wir eben die Guten sind. Wie Sven schon gesagt hat, nicht die besseren Menschen, das wollte ich damit nicht sagen, die für Umwelt- und Klimaschutz, für eine gerechte Bildung, die Flüchtlinge willkommen heißen und so weiter. Und ich finde, diese Funktion, auf die ich mich heute bewerbe, die politische Geschäftsführerin, die hat für diesen Prozess der Erneuerung und der besseren politischen oder der attraktiveren politischen Kultur eine wichtige Scharnierfunktion. Sie ist einerseits mitgestaltend, so ist sie auch angelegt, auch inhaltlich und strategisch mitzugestalten, aber sie muss auch umsetzen, sie muss kommunizieren, sie muss vernetzen. Und ich glaube, da bringe ich eine ganze Menge dafür mit, um das ganz gut hinzukriegen. Und das müssen wir auch. Danke. Und das müssen wir auch, wenn wir die Leute gewinnen wollen, für die es jetzt schier undenkbar ist, sich bei den Grünen zu engagieren. Und wenn wir die gewinnen wollen, die irgendwie aufgehört haben, bei uns aktiv zu sein. Und das möchte ich nämlich gerne neben den Basics, die mit diesem Amt natürlich auch verbunden sind, zum Beispiel unsere wunderbare, hervorragende Landesgeschäftsstelle, die so schön geworden ist und die so ein tolles Team hat, die so einen super Wahlkampf hingelegt hat, aber die müssen wir natürlich noch schlagkräftiger machen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe. Daneben habe ich mir zwei Sachen besonders vorgenommen. Das eine ist tatsächlich, das wird euch jetzt nicht wundern, neue Mitglieder zu gewinnen und alte wieder zu gewinnen. Wir sind gut, das haben uns ja die Wählerinnen und Wähler auch am 25. Mai bestätigt. Unsere Mitgliederzahlen steigen, kann man nichts dagegen sagen. Wir haben ganz tolle Mitglieder, ist heute auch schon viel dazu gesagt worden, zu Recht. Aber wir haben Probleme, unsere Listen oder unsere Gremien quotiert zu besetzen. Wir sind tendenziell deutschlastig. Wenige Migrantinnen und Migranten arbeiten bei uns mit. Wir verlieren zu viele junge Leute, die mal aktiv waren, wenn sie in die Zeit kommen, wo sie vom Beruf und von der Familie stärker gefordert sind oder von anderen Aufgaben. Und wir gewinnen zu wenige Ältere wieder dazu oder Leute nach einer Politikpause, sich wieder bei uns zu engagieren. Alles das müssen wir aber, wenn wir die gewinnen wollen, die um uns rum sind und die eigentlich tendenziell eine Sympathie für uns haben. Die Twitter-Stammtische, die Künstlerinnen und Künstler, die aktiven Eltern, für die es jetzt eigentlich undenkbar ist, sich bei den Grünen zu engagieren. Und denen reicht es auch nicht, wenn man denen sagt, ach, guck mal, auf unserer Homepage haben wir eine Arbeitsgruppe, da kannst du gerne bei uns einsteigen und mitmachen. Da muss schon mehr her, auch für uns selber, damit es mehr Spaß macht, hier uns zu engagieren. Ich glaube, wir brauchen insgesamt mehr passgenaue, mehr vielfältige Angebote für Leute mit einem begrenzten Zeitkontingent, für Leute, die nicht 100% Politik machen wollen. Kommst du bitte zum Schluss? Ja, will ich. Dafür will ich nämlich, für alles das brauche ich euch, da will ich Best-Practice-Beispiele sammeln. Und ich möchte eines sagen, ich habe jetzt ein bisschen auf das Interne abgehoben. Mir ist aber vollkommen klar, dass die nächsten Jahre zwar absehbar wahlkampffrei sind, aber natürlich Wahlen nicht in den paar Wochen mit den Plakaten gewonnen werden. Jetzt müssen wir unsere Kampagnen machen, jetzt müssen wir die Regierung begleiten, um noch besser abzuschneiden bei der nächsten Landtagswahl und dabei die Volksküchenschnipplerei nicht vergessen sozusagen. Vollkornburger würde ich es mal nennen. Und wenn ihr findet, dass ich dazu beitragen kann, dann bitte ich um eure Stimme. Vielen Dank, Marianne. Für dich liegen keine Fragen vor. Das heißt, wir können sofort in die Wahl einsteigen.